Sehr geehrte Gäste, Sie einzeln alle aufzuzählen, namentlich, das beschränke ich mir jetzt mal, denn wir haben ja ein sehr wichtiges Thema, nämlich Digitalisierung. Und da wollen wir ja so schnell wie möglich auch hin. Herzlich willkommen am Gustav-Stresemann-Gymnasium in Bad Wildungen. Das Gustav-Stresemann-Gymnasium ist ein nordhessisches staatliches Gymnasium mit 754 Schülerinnen und Schülern. Wir sind ein typisches Gymnasium im ländlichen Raum. Das heißt, wir haben in Bezug auf unsere Schülerschaft ein großes Einzugsgebiet bei ländlicher Infrastruktur. Die nächsten Gymnasien sind ca. 30 bis 40 Kilometer entfernt. Das heißt, anders wie im städtischen Raum können unsere Schülerinnen und Schüler nicht ganz frei wählen, wo sie hingehen oder wo sie nicht hingehen, sondern es ist Wohnort gebunden. Unser Schulmotto leitet sich von den Anfangsbuchstaben unseres Schulnamens ab. Denn im Umkreis oder auch schulamtsbezogen benutzt man so gut wie nie die Lang-Version Gustav-Stresemann-Gymnasium, sondern hier sind wir einfach das GSG. Hier, um vielleicht zu sagen, wohin die Reise gehen kann. Corona hat uns vor immense Herausforderungen gestellt und begann eigentlich schon vor Corona, wenn wir über Digitalisierung sprechen. Aber diese Pandemie war natürlich nochmal ein Treiber des Prozesses. Und für uns erweist sich das System Schule, Herr Bürgermeister, als eines der schwierigsten gegenwärtig im Umgang, im Handling und perspektivisch heraus, weil hier, das ist ein multifunktionales System, das keine leichten Antworten findet. Denken Sie mal an den Schülertransport, habe ich gerade mit Frau Blum ausgetauscht in dieser Fragestellung. Was machen wir, wenn wir morgens Schülerstränge haben oder Buslinien, bei denen etwa 80, 90 Kinder in einem Bus unterwegs sind? Wie kann ich da Abstand, kann ich nicht einhalten, aber wie kann das funktionieren und wie soll es künftig funktionieren? Wir haben die Ferien ein Stück weit genutzt, um der Digitalisierungsfrage einen gewissen Push zu geben. Wir haben uns auf dem Markt mit den Partnern zusammengesetzt und geschaut, was kann gemacht werden. Dabei sind wir noch nicht in die Glasfasertechnologie an Ihrer Schule eingestiegen, sondern wir verwenden noch das klassische Koaxialkabel, aber es bietet uns jetzt Bandbreiten, von denen wir vor einem halben Jahr nur geträumt hätten. Da ist schon etwas passiert und mit diesem Weg wird es weitergehen. Ich bin gespannt, Frau Professor Senemus, welchen Weg das Land mit uns gemeinsam eingehen wird. Deshalb bin ich sehr gespannt auf Ihre Ausführungen und das, was Sie uns mitzuteilen haben. Ich bin mir mit Herrn Matzner sehr einig, dass wir mit dem, was wir hier besprechen, noch nicht am Ende des Weges sind, sondern was uns im Landkreis überall bewegt, ist die große Frage der Mobilfunkversorgung. Da gibt es einige Bedarf, den wir noch künftig abzubilden und zu entwickeln haben, aber Vorstellungen zumindest haben wir, wohin die Reise gehen könnte. Deshalb bin ich überzeugt, das ist ein dauerhaftes Thema, dessen wegen wir heute zusammengekommen sind. Aber am Ende glaube ich auch sagen zu können, dass der Weg vorgezeichnet ist. Manches bedarf der Diskussion, Herr Weiler. Das ist einfach so, aber ich glaube, wir werden eine Lösung anbieten können und es wird nicht mehr lange dauern. Ich bin gespannt auf Sie, Frau Professor Senemus, ich habe mit Herrn Weiler besprochen, die Präsentation machen wir im Anschluss an Ihre Ausführungen. Was mich jetzt gerade ganz besonders gefreut hat, ist nicht nur, dass die Claudia Ravensburg mit hier ist und dass ihre Schule ist, was natürlich immer so ein bisschen auch, ja, wie soll ich sagen, Wehmut manchmal schon fast hervorruft. Und so ging es mir heute schon mal. Ich komme nämlich aus Bad Arolsen und bin dort auch auf ein typisches Gymnasium im ländlichen Raum gegangen, nämlich in die Christian-Rauch-Schule. Und die Christian-Rauch-Schule und das Gustav-Stresemann-Gymnasium hatten zumindest eins gemeinsam, nämlich sehr aktive Volleyballabteilungen. Und die Claudia und ich haben auch zu der Zeit schon mal gegeneinander gespielt, weil nämlich mein Volleyballverein in Anführungsstrichen in Arolsen und der Volleyballverein hier in Bad Wildungen sehr viel gemeinsam unterwegs waren. Und dieses Volleyball bringt mich auf etwas, was Sie schon als Aspekte genannt haben. Denn Digitalisierung hat immer ganz viel auch mit Team zu tun, hat auch mal ganz viel mit Kooperation zu tun, hat ganz viel mit Kommunikation und mit Dialog zu tun. Und insofern freue ich mich, dass ich heute in den Dialog mit Ihnen gehen darf und auch hören kann,
was Sie in Zusammenarbeit mit Vodafone hier auf den Weg gebracht haben, nämlich 39 Schulstandorte, die im Landkreis bis September 2020 über schnelle Breitbandverbindungen angeschlossen werden und weitere 9 innerhalb der nächsten 6 bis 12 Monate einen neuen Anschluss bekommen. Das ist ganz wichtig und das ist uns auch ganz wichtig. Denn als das Digitalministerium als Bündelungsfunktion sich auf den Weg gemacht hat, haben wir uns am Maximum gleich hingesetzt und haben gesagt, was ist unser Weg, was sind die Dinge, die wir auf jeden Fall als Strategie uns vornehmen und umsetzen wollen. Das erste ist nun mal eine Besonderheit in Hessen. Wir haben nämlich das Thema Breitband, Mobilfunk und Regulierung an einem Ort gebündelt und können damit tatsächlich schneller agieren. Das zweite ist, dass wir in guter Kooperation, im Übrigen auch mit den Telekommunikationsunternehmen, einen Mobilfunkpakt 2018 unterschrieben haben, den wir jetzt sukzessive umsetzen. Und ich kann sagen, dass wir schon auf einem guten Weg sind. Und wir haben gesagt, wir haben eine Gigabit-Strategie. Und in dieser Gigabit-Strategie wollen wir bis 2025 all die angeschlossen haben, die aus unserer Sicht ganz besonders schnell den Anschluss benötigen. Und da haben wir Prioritäten gesetzt vor den Haushalten und die Prioritäten hießen Schule, Krankenhäuser, Gewerbegebiete. Und um diese Prioritäten haben wir uns auch in entsprechender Weise gekümmert. Und ich möchte einfach mal die Zahlen Ihnen auch zur Kenntnis geben. Zwischen Oktober 2019 und jetzt im Juli 2020 haben wir sozusagen dann das Monitoring nochmal ausgewertet, haben wir insgesamt die Anzahl der Schulen der gigabitfähigen Anschlüsse verdoppelt. Ich weiß, dass das alles noch nicht das Endziel und auch nicht die Endzielerreichung ist. Ich möchte Ihnen nur mitgeben, und das ist mir ganz wichtig, dass wir in Kooperation mit all denen, die notwendig sind, um dieses Ziel schnellstmöglich zu erreichen, auch entsprechend Druck drauf geben, dass es passiert. Und zwischen 600 Schulen und 1200 Schulen ist schon mal ein Riesenunterschied. Wir müssen 1800 haben, das weiß ich. Aber zwischen 30% und dann 61, die wir jetzt erreicht haben, gigabitfähige Anschlüsse und die weiteren, die in der Projektion sind, nämlich 29%, das ist zumindest ein Weg, und das war ja auch Ihre Frage, Herr Landrat Kubert, was ist Ihr Ziel, was ist Ihr Weg, und das ist unser Weg, hier schnellstmöglich zielführend voranzukommen und in der Priorität Schule, Krankenhäuser und auch Gewerbegebiete hier gigabitanfällige Anschlüsse zu erwirken.